der letzten Episode. Habe ich uns den Skill Sonntagsfahrer gegeben? Anscheinend schon. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Sonntagsfahrer. Gut, dann werden wir mehr als 30, ich denke mal, das sind Meilen pro Stunde, steht auch drin, nicht überschreiten. Was kriegst du da für Wissen? Anti-Mehltau-Kur, Anti-Trauer-Mücken-Kur. Okay. Naja, wenn man das braucht, das weiß nur der Bauer. Wieder 20 drauf und hier nochmal 3 ins Handschuhfach. Das passiert, wenn man die falsche Taste trifft. E ist nicht für Engine starten. Hm? Yes. Höchstgeschwindigkeit. Dieser eine Punkt, der hat es natürlich schon gebracht. Dritter Gang. Junge, vorsichtig, vorsichtig. Und so geht's weiter. Hm? Herzlich willkommen bei Project Zomboid in der Episode 74. Ja, wir sind hier ein bisschen am Plündern. Diesmal die Apartments in der Stadt. Wir sind ja eh schon ein bisschen herumgewuselt. Die Apartments haben letzten Endes noch ein bisschen gefehlt. Genau. Nimm dir mal den Koffer und die Sekundärausrüsten. Ja, ein bisschen schwer das Ganze, aber so ist es halt. Okay, ja, unser Auto. Hm. Immerhin, besser als nichts. Wie wieder was? Ach, wir haben die ganzen vollen Benzinkanister noch dabei, ich Idiot. Ach, das ist natürlich jetzt dämlich. Okay, dann müssen wir das anders machen. Dann werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir jetzt einfach zurückfahren. Gehen wir mal den Waffenkoffer. Schmeiß den mal einfach erstmal raus. Immer noch ein bisschen schwer, echt. Ja, okay, das passt. Also, warte mal, halt. Da ist noch die Tür offen. Dann müssen wir das mit dem Kühlzeug später machen. Die Benzinkanister, die gefüllt, die müssen wir natürlich nicht mitnehmen. Der Tank ist voll in dem Auto. Ja, wir haben Sonntagsfahrer als Skill. Negativen Skill wohlgemerkt. Dadurch fahren wir 30. Vielleicht, wenn wir mal ganz mutig sind, schalten wir auch in den dritten Gang. So. Okay, dann lasse ich mal die Benzinkanister, die gefüllten, rausholen. Okay, alles fallen lassen. So, alles mitnehmen kann. Zack, rein damit. Waffenkoffer haben wir gefunden. Halt, warte. Ja, Entschuldigung. Schlüssel muss natürlich mit. Sonst geht die Batterie leer. Da müssen wir ja tatsächlich ja Kfz-Mechanik machen. Wo kommen wir denn dahin? Ja, das Auto ist leider extrem begrenzt, was den Kofferraum, das Kofferraumvolumen betrifft. Das ist irgendwie nicht so wirklich cool. Also, wie sind wir denn jetzt müde? Oh ja. Die Wahrnehmung schwindet. Okay. Die Dosen mal einsortieren. Ja, da werden wir heute nicht mehr viel machen. Genau. Da sind die alle drin. Ein bisschen was geht ja auch noch rein. Genau. So. Und hier haben wir auch noch jede Menge. Tja. So, Dosen umräumen, das dauert halt seine Zeit. Der Herr kriegt auch Hunger. Ja, außerdem haben wir tonnenweise Bücher gefunden. Das ist ziemlich cool. So, Tomatenmark bleibt hier. Sonst, glaube ich, sind wir erstmal sauber. Dann isst die hiervon den Rest, was die Hälfte ist. Wir haben schon die Hälfte gegessen.
Ja, und wir können einiges auch gar nicht so wirklich verwenden, Weintrauben und so weiter. Da wissen wir keine Rezepte, was wir damit machen können. Das ist sehr schade, aber so ist es halt. So, Pfanne, raus damit. Zum ersten Mal satt. Genau. So, die Bücher. Da gucken wir mal, wie sieht denn das aus hier? Wir haben Tischlereiband 3 haben wir schon, Tischlereiband 5 aber noch nicht. Metallbearbeitung Band 4 auch noch nicht. Kfz-Mechanik fehlt uns auch noch Band 3. Fallenstellen Band 1 haben wir noch gar nicht. Genau. So, dann gehen wir nochmal runter. Dann lernen wir noch diese Magazine. Weil hier ist alles, was noch nicht gelesen ist, so belletristische Natur. So, hier kommt das Tischlereiband 3 drin und dann lesen wir den hier Metallbearbeitung. Hier können wir Metallkisten bauen. Das ist ziemlich cool. Und dann können wir hier Fernsteuerung V1, 2 und 3. So, genau. Dann können die beiden, die sind dann hier drin, auch zum Anzünden genutzt werden, wenn wir da irgendwann mal in die Verlegenheit kommen. So, dann haben wir hier Elektrogeräte und noch eine CD-Näse. Weiß ich jetzt gar nicht, wo. Achso, das haben wir ja, genau. In den Spinden sammeln wir ja die ganze Kleidung hier. Ja, es regnet mal wieder. Noch brauchen wir es nicht, aber das wird wahrscheinlich früher kommen, als einem das lieb ist. Habe ich jetzt irgendwas vergessen rauszulegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Okay. Sehr müde. Wahrnehmung stark eingeschränkt. Ich würde gerne mal was probieren. Lass uns mal. Weil in dem Fall funktioniert das ja. Na gut, vielleicht nehmen wir es aus dem anderen Zimmer. Bin ich dann da tatsächlich am Pfosten hängen geblieben? So, nimm mal das Bett. Halt, nee, das musst du anders nehmen. Nimm mal das Bett. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Herr macht. Ob er es nimmt oder wieder so in kleine Kisten packt. Natürlich. Was könnte er sonst machen? Dann nimmst du mal Krankenhausbett 2 von 2. Sind das 2? Das ist 1 nur. Hä? Wo ist 1 von 2? Ich sehe nur 2 von 2. Komisch. Okay. Dann probieren wir das hiermit auch noch. Steigere ich irgendein Skill? Ne, Schneiderei nicht. Das steigt kein Skill, oder? Nö. Ach so, du hast das gar nicht alles. Aha, okay. Krankenhausbett 1 und 2. Genau. Nimmst du mal bei. Du kannst es beides wieder nicht tragen, echt? Du kannst eins in den Rucksack tun. Müssen wir zweimal laufen. Na ja, gut. Immer noch sehr müde, okay. Da gibt es aber noch eine stärkere Stufe. Okay, kurz vorm Umfallen oder so. So, wo kann man das am geschicktesten hinpacken? Ich würde sagen, hier in die Ecke. Wahrscheinlich. Dann können wir unten pennen. Repariert 3-mal. Ah ja, das steht dann tatsächlich so da. Interessant. Ja, wir haben. Die hat sich auch schon gut abgenutzt. Und wir haben dann halt unsere Reparaturgeschichte halt verwendet. Will ich gerade mal gucken. Das ist 2 von 2. Beides 2 von 2, oder? Ja. Na gut. Ist halt wiegt 20, okay. Sehr schweres Bett. Ist das wenigstens eins, wo du halt die ganzen elektrischen Verstellungen machen kannst. Immer noch sehr müde. Wir sind gering verletzt, Junge. Okay, komm, raus damit. Und dann darfst du hier platzieren.
Platzier mal. Also das wie kannst du das dann machen? Mal allgemein Batterie entfernen. Von was? Von der Taschenlampe. Wir haben noch eine Taschenlampe. Oder ist die im Regal? Wahrscheinlich ist die im Regal. Nee, wie funktioniert das? Nimm mal eins. So. Vielleicht funktioniert. Vielleicht muss man das in zwei Schritten dann. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Perfekt. Tischlerei 4 von 2. Also brauchst du Tischlerei Level 2, um so ein Krankenhausbett umzuplatzieren. Steht das jetzt? Hast du das jetzt komplett gebaut? Du hast es jetzt komplett gleich gebaut. Aha, okay. Nice. Ja, dann, ach du Schande. Ja, vielleicht sollten wir. Ja, wir machen heute keinen Sport. Wir müssen leider direkt schlafen gehen. Das war unser Abendsport sozusagen. Was willst du da machen? Ah ja, wir haben vergessen, uns zu waschen. Okay, machen wir gleich. Wie ist denn das eigentlich, wenn man so ein Waschbecken umsetzt? Funktioniert das dann immer noch? Das ist echt der Hammer. Komm. Und waschen alle Kleidung. Bist du fertig? Okay, dann bitte trinken und wir befüllen die Wasserflasche wieder. Sehr schön. Ich glaube, wir sind wieder vollständig. So. Heute regnet es. Genau. Leer sind wir. Dann machen wir jetzt mal die Kühlschrankaktion. Geht gut runter, alter Schwede. Na gut, wir haben ja auch ein bisschen laufen gelassen, aber trotzdem. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man so die ganze Zeit bei 3.500 Umdrehungen fährt. Wie war denn das eigentlich? Es gab doch irgendwie... Halt. Ja, die Q-Taste ist, um auf sie aufmerksam zu machen. Okay, ich verstehe. Kommt jetzt alle hierher oder was? Es scheint fast so. Kann er nicht mehr aufstehen, nicht? Gut. Unbeabsichtigt. Aber manchmal läuft es halt auch so. Okay. Wollte eigentlich nur die Kühlschrankaktion machen. So. Kühlschrank. Hier war, glaube ich, nur, genau, nur Gefrorenes. Ja, komm, wir nehmen das einfach in die Hand. Fertig. Frische Milch. Und vieles frisch Gefrorenes. Halt, ganz bitte aus der Wohnung raus. Uiuiuiuiui, sehr richtig viele Sachen, das ist ja der Hammer. Ach du Schande. Okay. Dann werden wir mal ganz schnell als Sonntagsfahrer zurückkehren, damit das nicht unnötig warm wird. Es gab irgendwie eine Taste für
wie man alles Mögliche aufruft, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Nein, lass uns mal. Halt, lass es mal. Y gedrückt. Junge, Junge, das ist ja ein Wetterchen hier. Gut, dann kann man eigentlich gleich mal gucken, da das jetzt so runter macht, da kannst du eigentlich nicht wirklich viel machen. Dann kümmern wir uns mal wieder mal um was zu kochen. Sollte man vielleicht noch mal was Gefrorenes nehmen. Aber erstmal packt man das alles rein. In den ist man die Tiefkühler. Gefroren, 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 genau. Alles rein. Und hier steht auch noch gefroren dran. Und ist auch erstmal alles rein. Ist fast voll tatsächlich. Das ist der Kühlschrank, genau. Frisch. Ja, ein kühles Bier, hä? Margarine, naja, hält sich. Ahornsirup passt eigentlich besser hier rein, weil Ahornsirup musste eigentlich nicht kühlen. Aber ist auch egal. So, ich glaube, das ist immer wieder leer. Naja, gut, die Uhr noch, aber das macht nichts. Gut, dann platziere dich mal hier hin. Und wir kümmern uns ums Kochen, haben wir gesagt. Pfannengericht vorbereiten. Da nimmst du genau immer die Möhren. Alles klar. Mit Salami. Ein Ei. Was haben wir sonst noch? Einmal Tomatenmark. Gut. Dann haben wir Dosenfutter. Okay, warte mal. Dann mach das mal zu und hol mal. Keine Ahnung. Irgendwie haben wir Kotelett. So. Kriegst du das? Kannst du das reintun in dieses Pfannengericht? Kannst du nicht, oder? Echt? So, Jalapeno. Was kannst du da eigentlich reintun für Fleisch? Flusskrebs, Froschfleisch, gebratene Sachen, echt? Hummer, Ingwer, Kohl, Lachs, Pilze, okay. Speck, Tintenfisch, Tofu. Okay. Weiß ich jetzt gar nicht, was wir da alles haben. Das passt eigentlich alles gar nicht dahin, echt? Gut. Dann kommt das beides da rein. Einschalten. Und lesen, bitte. Genau, das muss jetzt mal aufhauen. Das ist wahrscheinlich als erstes fertig, schätze ich mal. Nein, kannst bitte beim Herd bleiben. Der andere Herd. Das ist fertig. Also beides fertig. Oder? Ja. Genau. Dann essen wir erstmal das Hammelkotelett. Gucken, wie das satt macht. Das reicht, das reicht. Ach, das waren zwei, echt? Na gut, dann haben wir halt beide gemacht. Der Rest kommt in den Kühlschrank. So heiß, wie es ist. Ja, Wetter, das sieht sehr regnerisch aus. Dann machen wir heute ein bisschen Demontage im Haus. Warte mal, gib dir mal ein Radio, alle Uhren, Schnurlostelefon, Fernbedienung lassen wir mal da. Walkie-Talkie lassen wir vielleicht von der Polizei da. Taschenlampen haben wir ja eine einsortiert, das macht nichts. Einen hiervon zerlegen. Kopfhörer, Ohrhörer. Lass mal auch von jedem eins übrig. Elektrotechnik 0 von 75. Gut. Digitaluhr zerlegen, alles. Sind ein paar. Alter Schwede. Jedes gibt einen halben Punkt, okay? Schnurlostelefon zerlegen, alles. So, wo stehen wir jetzt? Es gibt immer nur einen halben Punkt, oder was? Alle Handfunkgeräte. Nein, nicht alle Handfunkgeräte. Halt. Wir müssen ein Stückchen weggehen.
Nein, was machst du jetzt? Gut, das ist schön. Kannst du die Taschenlampe bitte zerlegen? Zerlegen. Wir haben eine Taschenlampe, wir brauchen nicht so viele. Okay. So, bitte die war Walkie-Talkies zu legen. Ja, ja, ja. Weil er nimmt das dann auch vom Boden auf, natürlich. Gott. Das Radio auch. So, CD-Spieler. Ohrhörer zu legen, alle. Und den Kopfhörer. Ich finde es sehr vorbildlich, dass er das auch wieder zurücktut. Batterie, Elektroschrott. Okay, im Fer- guck mal, was wir alles gefunden haben. Ist ja der Hammer. Gefunden, genau. Und in den Geräten haben wir solche Sachen gefunden. 8 von 20 haben wir da schon. Wir sind jetzt gekommen auf 20 von 75, okay. Interesting. Hier ist ein Regal. Das kann man bestimmt auch zerlegen. Dann nehmen wir das mal alles mit, was da drin ist. Machen das mal leer. Tja, bei dem Wetter, da willst du nicht wirklich raus. Reinigungsmittel ist Walkie-Talkie drin, echt? Was machen die Sachen hier drin? Da soll ja eigentlich nur Reinigungsmittel rein. Planer, schmutzige Stofffetzen, okay, das ist eigentlich auch nicht wirklich für die Reinigung. Alle Stofffetzen bitte reinigen. So. Sonst eine Mausefalle. Da oben haben wir doch eine Tüte, da ist doch nichts drin, genau. So, Feuerzeug drin. Kreuzworträtsel, das haben wir natürlich noch nicht gelesen. Stressreduktion und Langeweilereduktion. Walkie-Talkie zu legen. So, Verstärkerkabel, Elektronikschrott, Batterie. So, noch eine Plane. Genau, die Rohrzange. Packen wir hier rüber. Haben wir dann zwei hier. Genau, dann haben wir noch die Schutzbrille und dann sind wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, alles raus. So, wie weit ist denn eigentlich Schneiderei? 151, okay. Ja, das sollte man auf jeden Fall mit Bonus machen. So, bitte nimm das Regal. Das gibt wahrscheinlich auch wieder mehrere Pakete, okay. Kannst auch wieder nur einzeln nehmen. Großes Metallregal. Mal überlegen, wo wir das hinbauen. Wie ist denn das eigentlich, wenn man das hier vor das Fenster baut? War das nicht das kaputte Fenster? Oder war das bei der Hal Riddle das kaputte Fenster? Naja, wir bauen das einfach davor und fertig. Ich denke, da kommt keiner durch. Das ist meine Hoffnung. Wahrscheinlich kippen sie es um. Das wäre wahrscheinlich realistischer. Geht gut rund raus. Oh, mir ist langweilig. Ja, dann geh halt raus, Junge, wenn dir das nicht passt. Bauen wir direkt neben die Spinde. Hast du schon gebaut? Echt, das ging ja schnell. Nice. Was ist das hier? Das sind Tische. Das sind Korkbretter, echt? Wie ist denn das, wenn du platzieren? Also, du müsstest das nehmen, genau. Nimm mal ein Korkbrett, Karton. Jetzt will ich mal wissen, was da passiert, wenn man das baut. Wieder was? Ach, das ist so nur für Notizen, echt? Das ist ja der Hammer. Warum kannst du es nicht hinbauen? Wahrscheinlich, weil dir das zweite fehlt. Kann das sein? Das meinen die mit Korkbrett. Ich dachte, das wäre halt irgendwie unter den Fliesen oder so. Aber das macht ja auch gar keinen Sinn. Das machst du ja eigentlich unter Parkett und nicht unter Fliesen. So. Ja, Bauer. Kannst du es bitte bauen? Warum baust du das nicht? Ah, jetzt baut das. Gott.
Ja, den Tisch. Jetzt bin ich mal gespannt. Rotieren ist mit was? Mit Mausrad oder was? Ne, mit R. Nee, wie drehe ich das? Mit Shift? Nein, ich drehe das nicht mit Shift. Ich drehe das dann später, okay. Dann baue ich ihn erstmal. So, dann drehen wir den jetzt. Wie ist das, um das Objekt Halte-Taste halten und dabei den Cursor bewegen? Ach so. Was, wie war das jetzt gerade? So. Ah, das ist Radio draufgestellt, cool. Ja. Okay, nice. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Schränke finden. Auf dem Klo wahrscheinlich nicht. Das sind nur Kisten. Kannst du die mitnehmen, wenn die leer sind? Wie ist denn das? Pack das mal die andere. Ja, natürlich kannst du die mitnehmen, ist doch klar. Enthält Gegenstände, okay. Schmeiß das mal alles auf den Boden. Das schmeißt man dann irgendwann mal weg. Gut. Kartons, das ist ja der Hammer. Wie viel geht denn da rein? 25. So, cool. Ja dann bauen wir halt die Feuerwehr um. Wie ist denn das? Können wir diesen Raum für die Kartons nutzen? Weißt du, wenn du hier diesen Dreierbereich freilässt, müsste das doch gehen. Nee, nicht benehmen. Platzieren. Gott, kannst du die stapeln? Ich fasse es nicht. Du kannst sie so auf drei stapeln, echt? Das ist ja viel besserer Lagerraum so. Waschbecken nehmen, Rohrzange, Schraubenschlüssel. Das ist aber jetzt nicht irgendwie, dass das Kills bringt. Das würde mich schwer wundern. Wir bauen ja nichts mehr, wir räumen ja nur um. Okay, gib dir mal das ganze Geraffel hier. Schmeißen wir das gerade mal weg. Halt, warte mal, das sind ja auch noch Wachsmalstifte und solche Sachen, das kann dann alles mal weg. Wenn wir die umräumen wollen, dann brauchen wir ja auch ein bisschen. Müssen wir die leer machen. Gott. Heftklammern, genau. Die beiden Dinger können auf jeden Fall rennen. 8 Stifte. Da muss ich die alle aufklappen, echt? Anscheinend schon. Gut, alles klar. Tschüss, weg damit. So, dann darfst du jetzt hier. Brauchst du keine Werkzeuge. Okay, perfekt. Hast du genommen. Gut, dann nimmst du den anderen auch noch. Wieder so schwer. Wie schwer sind die denn? Wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Ach, hier. 12 wiegt einer. Aktenschränke. Bauen wir die hier rein, oder? Warte mal, man könnte eigentlich... Naja, platzier mal Schrank Nummer 1. Warte, ich will das drehen. So, jetzt habe ich es kapiert. Yes. genau, hier hast du noch so Sitzbank. Jetzt nehmen wir erstmal hier den... Achso, da ist ein Müllsack drin. Nimmst du mal mit. Und dann bitte den Mülleimer nehmen. Wie ist denn das, wenn du das nimmst? Bleiben dann wieder die IKEA-Päckchen übrig? Ja.
Wahrscheinlichkeit zu zerbrechen 45. Das heißt, wir kriegen nur eine Bank weit wieder raus. Kannst du eigentlich ein Päckchen nehmen von den zwei? Stabile Bank 2, was? Also eins von zwei, okay. Gut. Was sagt denn das Wetter? Ah, es regnet immer noch sehr, sehr stark. So, genau. Den bauen wir hier oben hin. Und den Mülleimer, den würde ich gerne mal hier unten anbringen. Irgendwo unten in die Ecke. Vielleicht stellen wir den gerade da rein. Dass wir da hier unten auch was haben, wo wir Sachen dann wegwerfen können, wenn wir den nicht brauchen. Platzieren. So rum. Gut. Ja, du kannst ja nichts mehr platzieren, also. Verstehe ich jetzt nicht. Tja, Junge, ich fürchte, wir bleiben heute hier. Ich glaube nicht, dass wir hier großartig heute noch was machen können. Diese Fitnessgeräte, das wäre eigentlich auch cool, wenn man die irgendwie hier... Die kann man doch bestimmt verwenden. So, platziere. Ja, genau. Wir gucken mal, ob wir vielleicht noch welche finden. Dann könnte man da vielleicht noch was bauen. Cool. Du kannst sie aber nicht setzen, oder? Du kannst dich schlafen, ausruhen. Gut. Du kannst dich nicht setzen, echt? Geh zu auf dem Boden sitzen. Warum kannst du nicht da drauf sitzen? Einschalten. Wie ist es, wenn du das Ding abnimmst? Auch Rohrzange, Schrauben, Schlüssel. Nee, nee, das geht nicht. Du kannst sie nicht verwenden. Das ist ja schade. Weil in dem Fall bauen wir sie nur ab. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geht das dann auch kaputt. Das dürfte dann doch wieder Elektrotechnik sein, schätze ich mal. Ja, genau. Hast aber was gewonnen. Was hast du da gewonnen? Oh, eine ganze Menge sogar. So, die Bank. Und die Bank. Okay, nimmst du beide, sehr schön. Ach ja, warum nicht? Warum stellen wir die nicht raus? Hm? Hammerwetter. Genau. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Tja, Junge, deine Knochen tun weh, deine Lunge tut weh. Ist irgendwie nicht so deins. Also warte mal, was braucht mir da? Rohrzange und Schraubenschlüssel, oder? Ich möchte das jetzt mal probieren. Rohrzange, Schraubenschlüssel. Okay, lass uns die Werkzeuge mal holen. Ich will mal gucken, ob man das woanders anbringen kann. Und ob das dann auch funktioniert. Schraubenschlüssel. Auch würde mich dann interessieren, ob die Gerätschaften dann abbauen. Also Zustand ist ja irgendwie so beim Ende der 0 von 0.3. Okay. Schauen wir uns das mal an. Das abnimmt, wenn du Werkzeuge verwendest. Hast du genommen, echt? So, und was sagt das jetzt? Also hast du noch in der Hand.
Also warte mal. Wechsel auf die 3. So. Dann sieht man das besser. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus, als hätte das abgebaut. Jetzt hat er wieder Hunger. So, wenn du das hier anbringst. Gott. Du kannst es nicht verwenden. Ungeeignet. Ach du, das ist jetzt draußen. Okay, alles klar. Okay. Das ist natürlich klar. Warte mal. Die Werkzeuge müssen wir später mal aussortieren. So. 18.20 Uhr. Da machen wir wahrscheinlich heute nicht lange rum. Wir werden aber noch ein bisschen lernen. Also ich würde, beziehungsweise wir gucken mal, was die Lunge sagt. Aber wir werden jetzt erstmal Hammelkotelett, den Rest essen. Auch wenn es nicht warm ist, mir ist gerade egal. Das muss jetzt rinnen. Mal gucken, ob das reicht vom Hunger her. Ja, das reicht. Gut, alles klar. Dann müssen wir da nicht noch mehr machen. Dann werden wir jetzt erstmal lernen. Gucken dann mal, was die Anstrengung sagt. Ob das dann runtergeht. Dann würde ich. Wir müssten eigentlich heute schon wieder Sport machen. Wie ist das, wenn du hier schläfst? Mies. Okay. Wie ist das, wenn du draußen auf der Bank schläfst? Nee, das werde ich jetzt nicht probieren. So, hier sind auf jeden Fall die Werkzeuge. Achso, wir haben noch anderes Geraffel auch bei uns. Das sollte man auch loswerden. So. Zumindest Elektroschrott. Metallschrott sammeln wir eigentlich irgendwo in dem Regal. Und die Schrauben glaube ich auch. Hier drin, oder? Sind da schon Schrauben drin oder haben wir die separat? Ich sehe nämlich gar keine hier, lustigerweise. Das sind nur Patronen. Genau, das ist Saatgut. Hier ist es nicht und hier sehe ich jetzt auch nichts. Okay, und das ist auch nur Werkzeug. Aber wir haben doch garantiert Nägel. Ach, hier ist es drin. Ah, okay, alles klar. Das haben wir irgendwie nicht separat gemacht. Warte mal. Platziert das Ding mal. Achso, nee, das ist anders, funktioniert anders. Warte mal. Das ist wieder eine andere Mechanik. So rumplatzieren. Wir tun das dann trotzdem mal zusammen. Da muss man dann halt richtig auswählen. Aber ich würde gerne Schrauben und Nägel separat lagern. Also, dass man schon mal zumindest mal beginnt, ein bisschen das Ganze systematischer zu gestalten. Ist auch ein Lötkolben drin. Das gehört ja eigentlich gar nicht rein. Und eine Plane habe ich eigentlich auch woanders gesammelt. Also, ein Müllsack, gut. Haben wir wieder einen neuen in petto. Lötkolben. Gut, alles klar. Lunge ist noch nichts, gut. Dann bitte lesen, wir schauen mal, wenn die Lunge dann in Ordnung wird, sozusagen. Wir gönnen uns ja jetzt eine Pause. Jetzt, okay. Fitness. Klar geht deine Lunge jetzt wieder in die Höhe, aber so ist es halt. Ja. Gut. Und? Gürteltasche. Ist das der Schraubenzieher aus unserem... Ja, das ist der Schraubenzieher aus unserem Rucksack. Gute Nacht. So, Lunge ist wieder gut, alles klar. Langeweile ist halt nicht besser. 5.40 Uhr. Es regnet doch immer so viel, echt. Es wird also noch nicht besser. Gut, dann werden wir wahrscheinlich weiter hier drinnen herumwerkeln, fürchte ich fast. Dann gehen wir jetzt mal hier in die Umkleide und kümmern uns mal um die Spinde. Hier sind auch Bänke, die wir dann raustun können. 3 Stück.
Ist da was drin? Naja, hier ist Kleidung drin, okay. Viele Sachen. Die schweren Hosen. Stiefel haben wir auch genug, das ist sehr erfreulich, sag ich mal. Ja, es ist ja so, mir wurde geschrieben, dass wenn man flicken möchte, dass man dafür Fäden braucht, die man dann bekommt, wenn man halt Kleidung zerrupft. Ja, also das heißt, da müsste man schon ein bisschen Kleidung sammeln. Vielleicht kann man sich dann auch drum kümmern und eigentlich schon Sachen zerrupfen. Jetzt nicht von denen, aber halt, sagen wir mal, die Zombies, die da draußen rumfuhrwerken. Mit der Mülleimermechanik, da kann man ja auch durchaus dann das Event sorgen, wenn man jetzt sagt, okay, das sind jetzt zu viele Stoffhetzen oder so. Okay, bitte alles da drin. Ja, das ist tatsächlich relativ viel, aber es geht auch viel rein. Wie schwer wir sind denn eigentlich die Hosen? 4. Uff. Das ist eine Metallhose wahrscheinlich. Das ist aber diese Schneiderei. Wir brauchen noch 37 Seiten, okay. Waschen sollte man sich wahrscheinlich auch. Ich sehe, dass wir ein bisschen dreckig sind. Da haben wir nochmal ein Militärstiefel und hier noch ein paar Hemden. Ansonsten sind die jetzt leer, oder? Ja, sehr schön. Gut, dann kümmern wir uns zuerst mal um die Bänke, dass man da nicht immer große Umwege laufen muss. So schwer. Gut. Zu schwer ist zu schwer, da machst du nichts. Zum Glück gibt es nicht sowas wie Lagerkoller. Es gibt nur sowas wie extrem gelangweilt. Hohe Wahrscheinlichkeit, unglücklich zu werden. Etwas unglücklich. Das steigt jetzt wahrscheinlich schon relativ rasant, oder? Oh ja, guck mal. Okay, da müssen wir uns mal ein bisschen ablenken. Das machen wir gleich. Erstmal Kleidung raus. So, das hilft auf jeden Fall ein bisschen. Oh ja, die erste Flasche Wasser ist leer. Es ist windig. Ne, wie ist das mit der linken Maustaste? Wie war das? Maustaste gedrückt halten. Ne, das funktioniert so nicht. Dann musst du es so machen irgendwie. Ja. Naja, wie rum muss ich es machen? So. Gut. Da gehen auch nur 6 rein, okay? Deine Langeweile ist ein bisschen gesunken. Oh, guck mal die Temperatur. Halt die Temperatur. 36,8 Grad. Okay, wir machen jetzt erstmal waschen. Ich brauche nicht noch die Panik dazu. Wasche alle Kleidung. Dass du noch keine Panik bekommen hast, das ist sehr interessant. Alles befüllen. Okay. Dann schnappst du dir mal einmal den ValueTag. Hat er schon eine Batterie drin? Favorisieren, sekundär ausrüsten. Geht nicht, okay. Nimm dir mal Berlin nach Stuttgart. So. Wie kann ich das machen? Mark this city. Rückseite prüfen. Released 1990 Berlin-Records. Okay.
Favorisieren, primär ausrüsten, CD-Spieler zerlegen, fallen lassen, Gegenstand platzieren. Gut, und nun kann ich jetzt nehmen, platzieren, CD-Spieler zerlegen. Jetzt habe ich ihn wieder genommen. Warum kann ich da nichts machen? Ich verstehe nicht, wie kann ich das... muss ich da irgendwie was mit B machen oder was? Allgemein? Nichts. Brauchen wir eine Batterie? Nehmen wir mal eine, einfach mal so eine, die fast leer ist. Nein. Ich kann das immer noch nicht, okay? Wieso kann ich das nicht benutzen? Gut, dann nehmt ihr noch die Ohrhörer. Vielleicht favorisieren. So nur. Nicht favorisieren. Das funktioniert nicht so, wie ich das gedacht hatte. Wie ist das hier mit dem Radio? Nein, du sollst es nicht nehmen. Kannst du bitte platzieren. Ich klicke das an, es passiert aber nichts. Was muss ich denn machen? Bauen? Hä? Irgendwas habe ich verpasst. Nehmen, untersuche dieses Gebiet, durchsuche nach Bären, echt. Das ist ja total schrecklich. Wieso kann ich das nicht machen? Ich habe nehmen, primär aus. Nimm es dir mal. Vielleicht hilft das ja. So, nur. Favorisieren, primär ausrüsten, zerlegen, fallen lassen, platzieren. Sag mal. Okay, dann machen wir es so. In der nächsten Folge, ich mache mich mal schlau, wie das mit dem Radius funktioniert. Das ist ja total schräg. Das ist gerade für mich ein bisschen unintuitiv. Ich würde gerne CDs hören. Und auch gerne auch das Radio bedienen. Aber all das geht nicht. Vielleicht brauchen wir da Elektronik-Skill. In der nächsten Folge weiß ich mehr. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.